Moin, moin, Leute. Ich begrüße euch recht herzlich auf meinem YouTube-Kanal und habe eigentlich vor, heute nur ein kurzes Update zur allgemeinen Lage zu geben. Ich habe seit jetzt gut 3 Wochen, seit dem 9.2. keine Videos mehr hochgeladen. Weil, ja, ich muss sagen, es mir nicht wirklich so ganz gut ging. Um ganz ehrlich zu sein, es ging nicht gut. Ich ging zum einen Hausarzt. Und wie ich dann beim Hausarzt war, fing die Situation insgesamt ein wenig an zu eskalieren. So kann man es am besten beschreiben. Nun ja, aus dem Unwohlsein wurde eine Untersuchung hier, eine Untersuchung da. Ein Krankenwagen, ein Notarzt, ein schneller Transport ins Krankenhaus und am nächsten Tag eine Not-OP. Die Not-OP, das war dann ein dreifacher Bypass, von dem ich gerade dabei bin, mich wieder zu erholen. Darum, wie gesagt, in den letzten 3 Wochen keine Videos. Nun, das Ganze ist ja ein Eingriff, der sehr einschneidend letztendlich ist. Und ja, man braucht definitiv Zeit für sich selbst, dass man wieder fit wird. Nun, fit werden wollen wir. Das steht natürlich im Vordergrund. Zweitens ist es natürlich, ich möchte meinen Kanal hier bei YouTube als auch auf Twitch weiter erhalten. Und habe mir darum gedacht, ich werde erstmal, was das YouTube an Videos angeht, mich auf ein Video höchstens pro Woche erstmal beschränken und auf Twitch ja mehrmals die Woche so eine Stunde online. Das ist erstmal mein nahes Ziel. Dann das Ziel für die Ferne ist eigentlich so gesehen, da wieder hinzukommen, dass man wieder so alle 1-2 Tage ein Video im Endeffekt macht. Weil das Ganze ist eine Geschichte, die macht mir sehr viel Spaß. Und ja, da möchte ich wieder hin. Und es würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch dann beim Spielen wieder treffe oder man Kommentare liest. Eben halt all diese schönen Sachen, die das Ganze YouTube und Twitch geschehen in meinen Augen wirklich wertvoll machen. Ja, das Ganze wird eine Geschichte sein, die insgesamt sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird, bis man wieder fit ist. Und ja, in der Zeit ist der Intervall von den Videos, die dann bei YouTube kommen oder den Twitch-Geschichten, nicht ganz so hoch. Also, weil es geht einfach nicht. Da muss ich einfach Rücksicht nehmen auf mich selbst. Was eine Geschichte ist, was gar nicht mal so unbedingt so leicht ist. Aber wieder fit werden, das ist wie gesagt das oberste Ziel. Danach das Ganze wieder auf den alten Stand bringen sozusagen. Dass man da wieder ist, beziehungsweise es später natürlich auch noch weiter ausbauen. Weil was das angeht, also ich würde schon gerne irgendwo, ja, Videos dann auch produzieren, wo ein bisschen man mit mehreren Leuten unterwegs ist. Dafür gibt es viele Ideen, was man machen kann. Und ich denke, das wäre auch was, was euch Spaß machen könnte. Ja. Ja, in diesem Sinne ist das Ganze hier. Upsala. Ist das Ganze, ja, eine
eine Art kleine Kanalinfo, wie es weitergehen soll, damit ihr eben halt auf dem neuesten Stand seid, was hier Sache ist. Also der Kanal ist nicht gestorben in dem Sinne, sondern es geht weiter. Langsamer, aber mit der Zeit wieder mit mehr Power und mehr Inhalt. Und ich hoffe halt, dass es euch Spaß macht, ihr euch gut unterhalten fühlt von mir und wir uns dann und wann auch im Wörs mal treffen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß in dem absoluten Spiel der Zukunft, von dem ich meine, das ist das Spiel der Spiele. Da habe ich lange drauf gewartet und da werde ich noch lange drauf warten, bis es wirklich fertig ist. Und in dem Sinne, ja, wünsche ich uns allen viel Spaß mit einem echt tollen Superspiel, nämlich mit Star Citizen. Und hoffe da auf eine gemeinsame, spaßige Spielezukunft mit euch. Ich sag dann schon mal, bis denne dann. Bis zum nächsten Mal im All. Hab viel Spaß. Und lasst es euch vor allen Dingen gut gehen. Das ist das Wichtigste. Also, bis dann. Tschüss.